Well, I can't understand it, madam. It's a very good man. Yes, madam, yes. Oh, I'm so sorry, madam. But it's not my fault, no. Sure, sure. Baloo? Sure, madam. Was soll denn das? Haben Sie Feuer? Sie sind hier falsch. Habe die Ehre, Herr Klein. Ich warte auf jemanden. Sie dürfen nicht mal vor dem Hotel warten. Bitte. Unsere Zeit, wir sitzen wieder oben durch unsere Tüchtigkeit. Als wir am Boden lagen, da haben wir uns geschworen, wir kriegen alles wieder, was wir einmal verloren. Ja, die Blüten unseres Wunders leuchten hell im Neonlicht. Herr Schmidt, Herr Nagonski, Herr von Killenschiff, Herr Kallenfeld, Herr Meier, Herr Wollnow, Herr Gernsdorf. Dies Kind, meine Herren, das heißt Rosemarie, die schob schon sehr früh ihren Rock übers Knie. Hoppla, mein Herr, ich bin so frei, wie wär's denn? Wie schade, Kind, der kriegt das Geld am ersten. Ein Kind unserer Zeit, so wie Rosemarie, die versteht sehr, sehr viel von der Geometrie. Wenn du lernen willst, mein Lieber, komm und zahle. Ich zeig dir dafür die Horizontale. Wünscht was dir eine Pause, zeigt, meine Herren? Wenn nicht, dann hören wir uns alle an. Was sie weiß, was sie weiß, das macht heiß, das macht jeden heiß. Mann. Jeden Mann. Sie ist ein Schoßkind der Natur. Was man sehr wörtlich nehmen kann. Und wer von den Herren sie besetzt,
Noch was? Mein erster Erfolg. Die Isoliermatten kommen. Aha. Also hören Sie endlich auf mit Fertigungsprogramm, meine Herren. Jetzt geht's um Farben. Schwarz, Rot, Blond. Kleier, das Leben ist lebenswert. Was soll's denn heute sein, Herr Generaldirektor? Nein, für mich heute nichts. Ich habe mich selbst versorgt aus der Luft. Sozusagen durch Postwurfsendung. Ach so. Na, nun seien Sie nicht leicht beleidigt. Ich werde das nächste Mal Ihre unschätzbaren Dienste wieder in Anspruch nehmen. Ich habe ja nichts davon. Und Sie, Hartog, kneifen wie immer. Geht mal allein. Ich will noch ein bisschen an die frische Luft. Bleiben also 8 Herren. Ist meine Schwester schon angekommen? Nein, Achtung. Aber die Gnädige Frau ist angemeldet. Ich bin spätestens in 2 Stunden wieder zurück. Gut, ich sage Bescheid. Also? Wie sind denn jetzt die Preise? Glauben Sie, die sind in den letzten 3 Wochen gestiegen? Das kann man nicht wissen. Gewerkschaft, öffentlicher Dienst. Evelyn, pass mal auf, ja? Also, ich brauche Erika, Inge, Gerda, Litzi. Ich glaube, Sie irren sich. Oder was kann ich für Sie tun? Das kommt drauf an. Worauf? Na, was ist denn, meine Herren? Fahren Sie doch los! Sie sind aber ulkig. Erst werfen Sie mir einen Zettel mit 5 Mark in den Hof, Kennzeichen schwarzer Mercedes 300, und jetzt können Sie nicht mehr daran erinnern? Hier. Bedauere, der ist nicht von mir. Ja, aber ich dachte, der Wagen... Ja, davon gibt's mehrere. Besonders vor diesem Hotel. Wie soll ich ihn dann finden? Tja, das weiß ich auch nicht. Wollen Sie jetzt wieder aussteigen? Wenn Sie mich rausschmeißen. Was würden Sie denn machen? Allein, ohne mich. Nach Wiesbaden fahren, meinen kleinen Wagen holen. In der Nacht? Und dann? Nanu, Herr Generaldirektor. Ja, das war nicht mit meiner Selbstversorgung. Ja, ich verstehe. Die Dame ist nicht gekommen. Ach, Dame. Blond, so ein Ding mit dem Regenmantel, wissen Sie. Ging so über den Hof, hatte so ein gewisses Etwas, aber naja. Adresse? Weiß ich ja nicht, ist ja nicht gekommen. Naja. Haben Sie noch was anderes in Ihrer Kollektion? Ja, ist schon ein bisschen spät heute. Und außerdem ist Verleihertagung. Da ist immer viel los in Frankfurt. Na, trotzdem, ich werde mal die Vera anrufen. Rothaarig. Rotes Echo. Nein, nicht rot. Rot. Nein? Bin ich selber, das langt noch, wissen Sie. Nein, schwarz. Nee, schwarz nicht. Nein? Das täuscht, das täuscht. Hm. Brennt ab wie ein Blitzlicht, aber ist nichts. Nein, da wissen Sie, blond. Ne? Die werden zwar etwas langsamer, aber dann... Ein Moment, Herr Generaldirektor. Ich verstehe. Blond. Blond, schlank, sachlich. Sachlich? Sachlich ist gut. Was die Augen versprechen, das ist nicht immer wahr. Denn das Geld und die Liebe sind nur selten ein Paar, schlug die Spieluhr des Lebens auch schon längst eure Zeit. Ihr wollt es nicht glauben, weil ihr halbschwache seid. Männer so wie ihr, die sind fad wie schales Bier, denn ihr löscht nicht das Verlangen einer Frau. Das, was ihr erweckt, schmeckt so lau wie warmer Sekt. Nicht die Haare nur, auch euer Herz ist grau.
Ich habe ein Rezept für die Stunden der Nacht. Mensch, dein Rezept kenne ich. Tanzen Sie ja nicht mit mir, weil ich so angezogen bin. Bitte. Ist doch echtes Gold, ne? Mhm. Was kostet das zusammen? Das weiß ich nicht, was sowas kostet. Sagen Sie das im Ernst? Sie sind aber ulkig. Andere Männer fragen immer, was es kostet. Was? Alles. Alles. Die haben Gehirn wie ein Katalog. Preise, Preise. Die interessieren Sie, ne? Hm. Im Geschäft schon. Aber privat nicht. Ah, und jetzt sind Sie privat. Hm. So privat wie schon lange nicht mehr. Ich denke, wir sollten hier weggehen. Ja, wenn Sie wollen. Bei Ihnen im Hotel geht's wohl nicht. Wie? Ja, wollen Sie nichts von mir? Die Pulloverschnalle geht ran. Wie die das geschafft hat, das habe ich bei Hartog noch nie erlebt. Guten Abend, liebe Frau. Guten Abend, Durchlauf. Spät. Ist mein Bruder im Hotel? Nein, Eva. Herr Hartog ist noch nicht zurückgekommen. Panne. Geradezu lächerlich heutzutage. Eine regelrechte Motorpanne. Ich drücke auf den Starter nichts. Einfach nichts. Pardon. Ärger dich nicht mehr, Heinz Bernhard. Panne. Was hätten wir 1913? Prinz Heinrich rennt. Sagen Sie meinem Bruder, er möchte mich noch anrufen, wenn er kommt. Sehr wohl, Eva. Eigentlich war ich bis heute immer auf diese Mädchen neidisch. Auf ihren festen Job beim Hotelportier. Und jetzt? Nicht mehr. Hm. Ist das Ihr einziger Mantel? Du kannst langsam du zu mir sagen. Hm. Ist das dein einziger Mantel? Warum fragst du? Willst du mir einen neuen kaufen? Vielleicht. Was machst du denn sonst, wenn du nicht Männer ansprichst? Dann warte ich, dass sie mich ansprechen, wenn ich ihnen gefalle. Gefalle ich dir? Kommst du oft nach Frankfurt? Ab und zu. Ich bin immer hier. Ich weiß. Ach, bist du ein Feiner. Der Wächter. Die Stimme der frommen Vernunft. Danke. So gib ihm doch was. Nimm's doch, du hast doch bezahlt. Werden Sie sie lesen? Klar, Kleiner. Lese ich meinen Gästen vor. Brüder, seid nüchtern und wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Der Wächter, die Stimme der frommen Vernunft. Dieser Zirkus. Nichts rührt sich. Man müsste irgendwas drehen. Ja, was denn? Oh, wenn ich das wüsste. Irgendwas Berühmtes. Hier. Da müsste man draufkommen. Titelbild von mir und der Lollo Brigida. Du sag mal, ist keine Brust mehr da? Frag doch Rosemarie. Hallo? Die war ja gar nicht im Bett. Na, jedenfalls nicht in dem. Keine Tränen und kein Abschied. Früh am Morgen weht ein kühler Wind. Müde Tage, wilde Nächte. Die Liebe ist des Wunders schönstes Kind. Morgen. Nie tritt der Tod den Menschen an, kauft er die Wurst bei Pökelmann, Schiller. Möchtest du Kaffee? Habe schon gefrühstückt. Im Palasthotel? Komm, unterhalten schon ein bisschen.
Gibt's nicht viel zu unterhalten. Bin soweit. Gehe. Im Ernst? Quatsch, zum Spaß. Aber vergiss nicht, wir haben dich 2 Jahre durchgeschleppt. Was du bist, das haben wir aus dir gemacht. Auf die Dauer ist das zu wenig. Ja, du kannst doch nicht einfach gehen. Bist du unser bestes Stück? Eine Stimme hast du wie eine Gießkanne, aber wenn du sammelst, kommt was runter in den Hof. Und wenn du Schmiere stehst, ist die Polizei hinter deinem Rock her. Unser Umsatz wird sinken. Such doch eine neue. Du kannst dich doch verlassen. Aber eins will ich dir nur sagen. Wenn du dich hinauf arbeitest, dann sind wir mit von der Partie. Ich bind mir sogar einen Schlips um, wenn es sein muss. Also bitte. Zum Abschied. Muss ich mitnehmen. Erbstück. Macht's gut. Wo willst du hin? Mal sehen, wo die hingeht. Neue Schuhe, neue Strümpfe und ein neues Kleidchen hängt im Spind. Hoppla, man wird reicher, wenn auch nicht besser. Die Liebe ist des Wunders schönstes Kind. Na, na, du solltest Urlaub machen, Bruderherz. Na, ich sollte viel, wozu ich keine Zeit habe. Du nimmst dir für viele Dinge zu viel Zeit. Du schläfst nicht einmal mehr nachts in deinem Hotel, obwohl du das Zimmer bezahlt hast. Und dabei habe ich immer mehr Sitzungen in dieser Stadt. Solltest dir hier eine möblierte Wohnung nehmen. Wie macht man das? Inserieren. Junges Paar, sicherer Zahler. Oh, gut, schon gut, schon gut. Du bist ganz dumm. Du solltest wissen, dass man mit mir Pferde stehlen kann. Wer ist sie denn? Wie gescheit du bist. Bin ich gar nicht. Vielleicht etwas erfahrener. Na, endlich. Wo treiben Sie sich denn rum, alter Freund? Schon gebeichtet. Ich muss in einer Stunde weg. Ich in einer halben? Entsetzlich. In 5 Wochen, am 17. Mai, hat unser Club ein Frühjahrsritt im Taunus bei Arnoldsheim. Schreib dir doch bitte mal den Termin auf. 17. Ja, das könnte klappen. Am 20. haben wir sowieso wieder Sitzung hier. Mhm. Aber Adelheid ist um diese Zeit in Gastein. Dann komm allein. Nun? Es handelt sich um diese französische Sache. Herrlich, wäre interessant. Kein Zweifel, das Angebot ist seriös. Größenordnung ungefähr 50 Millionen. Mark? Dollar. Donnerwetter. Ja, Donnerwetter. Aber wir wissen nicht, was eigentlich dahinter steckt. Fribert, das ist der Mittelsmann, interessiert sich besonders für die Firmen, die in ihrem famosen Isoliermattenkartell zusammenarbeiten. Sie glauben, der will bei uns spionieren? Ich hätte es nicht ausgesprochen, aber... Und was meint man in Bonn? Wie sollen wir diesen Fribert behandeln? Liebevoll an die Brust nehmen und herausfinden, was Sie wissen und was Sie wissen wollen. Was soll ich dabei? Ihre Freunde informieren. Ach bitte, reich mir doch mal mein Necessaire. Wochen wohne ich jetzt hier. In der Zeit seid ihr 3-mal da gewesen. 50, 70, 120. Und am 14. nochmal 80. Das war vorgestern. Macht 200. Und jetzt seid ihr schon wieder da. Wo soll ich's denn hernehmen? Er hat Geld wie Heu. Ja, er, aber ich nicht. Du musst eben dafür sorgen, dass er zahlt. Ein Kapitalist, der nicht zahlt, ist doch unfair. Ne? Deine Hardock hat 10.000 Arbeiter in seiner Fabrik. Woher wisst ihr das? Oh, wir wissen noch mehr. Essen 78 1108. Was ist das? Eine Telefonnummer. Kannst du gleich durchwählen. Meldet sich die Köchin oder der Diener, vielleicht auch sogar die gnädige Frau selber. Wie war die Nummer? Siehst du, jetzt wirst du vernünftig. Essen 78... 1108. Woher habt ihr die? Auskunft da, ich sag alles. Sag mal, wie viel brauchen wir? Schätze, Anzahlung für meine Posaune 70 und du für deine Quetschkommode? Ja, mindestens 60. Sind zusammen 130 kleine Mäuse. Seid ihr verrückt? 70, mehr nicht. Los, Herr Schwimmer. Nun komm schon, hat ja keinen Zweck, dass er uns hier findet. Bitte. Also nun los schon!
Verzeihen Sie, haben Sie einen Augenblick Zeit? Können Sie mir vielleicht mal helfen? Sie brauchen es nicht umsonst zu machen. Ne? Probieren Sie es mal. In den zweiten Stock, bitte. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben's über Nacht zum Wohlstand gebracht. Wir spielen in Dur und nicht mehr in Moll. Ein Koffergerät, ein Starmix-Gerät, in jedem Haushalt ein Fernsehgerät. Brillanten an der Hand, Picasso an der Wand, mein Kampf haben wir leider verbrannt. Wir lieben Pomp und Hochfinanz, Reklame, Snopse und Arroganz und rechts nen Nerz und links nen Nerz und die Freiheitsglocke im Herz. Und weil sozial ist unser Sinn, da bauen wir noch ne Versicherung hin und rechts ne Bank und links ne Bank und managen uns dabei krank. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben Appetit auf jedem Gebiet und bringen's ihm nur auf ein Übersoll. Ein Konto diskret, ein Aktienpaket, nur Vorsicht, dass man nicht ans Falsche gerät. Wir leben nach der Uhr und Platz die Figur, wir beten für die Konjunktur. Kanal noch lange nicht voll. Wir haben es geschafft aus eigener Kraft und finden uns selber famos. Einfach toll. Und links noch kaputt und rechts noch kaputt und liegt auch noch manche Bombe im Schutt. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch nicht voll. Noch lange nicht voll. Lass mich doch mal fahren. Jetzt ist er morgen. Ziemlich jung. Gott sei Dank. Ja, ich meine den Führerschein. Von vorgestern. Auf was hast du gelernt? VW? Mercedes 180. Wenigstens dieselbe Familie. Also, probier's. Aber nicht über 80. Und das nennst du ein leeres Lokal. Was ist denn heute hier los? Die Herrschaften fahren alle aufs Schloss, da ist ein Reitturnier. Mein Gott, ich vergesse aber auch alles. Heute ist ja der 17. Jetzt fehlt nur noch das... Guten Tag. Hey, ist ja alles versammelt. War der Bekannte? Na, jetzt ist schon egal. Komm. Wer ist denn die? Meine Schwester. Sieht gut aus. Wie war sie? Es ist wirklich meine Schwester. Ihr Club hat heute sein Turnier. Ich hab's vergessen. Entschuldige. Bestell dir irgendwas. Ich muss rasch mal guten Tag sagen. Ich hab die ganze Geschichte vergessen. Bin ganz zufällig hier. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast vergessen, dass wir heute reiten und das Revier kommt? Das auch. Ich habe dir vor 5 Wochen gesagt, du musst Urlaub machen. Du bist total überdreht. Oder ist es die Dame? Unsinn. Das sagt nicht. Hübsch ist sie. Aber nichts für dich. Da bist du nicht gewachsen. Blitzdiagnose und Ferndiagnose zugleich. Ich habe ganz gute Augen. Wen hast du da noch bei dir? Du musst doch Heinz Bernhard guten Tag sagen. Naja, das lässt man jetzt. Das kannst du doch hier beim Anreiten tun. Ich kann doch jetzt nicht mit euch kommen. Ist doch ausgeschlossen. Du musst. Natürlich nicht mit der Kleinen da. Die schickst du weg. Wie heißt sie denn? Rosemarie. Und wie noch? Meine Prinzessin Ölsen ist sie nicht. Nitribit heißt sie. Ist das ihr Nom de Plume? Um nicht zu sagen, ihr Nom de Plumeau? Sei nicht so giftig. Der Name stimmt. Geh rüber, sie wird unruhig und du brauchst gut Wetter, wenn du sie loswerden willst. Hast du noch einen Platz im Wagen frei? Natürlich. Also in einer halben Stunde? Ist gut.
Warum wollte sie dich nicht an ihrem Tisch haben? Sie wollte allein mit mir sprechen. Sie dachte, dass ich... Dass du auf das Fest gehst und mich mitbringst. Und das wollte sie dir ausreden. Ja, das heißt... Und was tust du jetzt? Ich bin natürlich schuld an der ganzen blöden Situation. Ich habe noch etwas vergessen, eine sehr wichtige Sache. Da kommt heute ein französischer Industrieller, den ich unbedingt sprechen muss. Also kurz und gut, du musst auf das Schloss. Nun sag schon. Wie komme ich zurück? Du bist ein Schatz. Glaube ich nicht. Verstehe ich auch nicht ganz. Du richtest mir eine Wohnung ein, staffierst mich aus, damit du dich mit mir sehen lassen kannst und schickst du mich weg. Wenn du mich nur zum Schlafen haben willst, kannst du das billiger haben. Ach, red nicht so. Also gut. Wie komme ich zurück? Ich gebe dir den Wagen. Deinen Wagen? Hm. Und du? Marga nimmt mich mit. Okay. Wann sehe ich dich? Um 3 reiten sie an, eine Stunde, dann mit Friedbert. Ist das der Franzose? Ja. Ich würde sagen, so um 7 bei dir. Hm. Verpetzt sie dich mit deiner Frau? Marga, ach niemals. Sie weiß ja auch gar nichts von uns. Die weiß alles. Ist sie verheiratet? Nein, dem Mann ist gefallen. Da hat er Glück gehabt. Du, so mag ich dich nicht. Ich dich auch nicht. Du musst noch tanken. Tag, ist extra? Nein, Benzin. Jawohl. Kommen Sie bitte, ich möchte zahlen. Besten Dank, der Herr. Dankeschön. Danke. Wiedersehen, gute Fahrt. Wiedersehen. Es wäre ein bedauerlicher Irrtum gewesen, wenn wir uns nicht wiedergesehen hätten. Aber ich irre mich selten. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich in der falschen Richtung fahre. Nein, nein. Sie fuhren ganz richtig, in meiner Richtung. Und wohin ist das? Arnoldsheim, irgendein Dorf. Zum Reitfest. Sie sind Franzose. Wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Wieso wissen Sie das alles? Ich weiß, dass man Sie in Arnoldsheim erwartet und Sie haben ein französisches Nummernschild. Also gut, kommen Sie mit nach Arnoldsheim? Mich erwartet man dort nicht. Wenn man so aussieht wie Sie, wird man überall erwartet. Ich lade Sie ein. Ich kann aber gar nicht reiten. Aber auch nicht die Absicht. Wir sehen den anderen zu, wie sie stürzen. Sie sind kein Franzose. Bestimmt. Ich bin Lothringer. Jetzt fahre ich besser voran, sonst laufen Sie mir wieder weg. Ich heiße Friedbert, Alphonse Friedbert. Ich weiß. Ich heiße Rosemarie. Enchanté, mon chou. Nein, wirklich, Sie sollten auch zu ihm gehen. Es tut keine Spur weh. Früher hatte ich auch immer Angst. Aber seitdem ich bei ihm bin... Und dafür immer bis Köln fahren. Es lohnt sich, sehen Sie, alles Jacketkron. Das denkt doch kein Mensch. Kein Mensch. Ihr Mann reitet nicht? Nein, er fliegt heute Abend noch nach Moskau. Gott, wie interessant. Er ist schon zum 3. Mal in Moskau. Die Russen sind reizend zu ihm. Er sagt immer, das Einzige, wovor sie Achtung haben, ist ein deutscher Kapitalist. Nein, was Sie nicht sagen. Mhm. Die Hartungsche sieht heute ja mal wieder fabelhaft aus. Warum heiratet sie eigentlich ihren Fürsten nicht? Was denn? Die heiraten? Einen Mann? Nein, keinen Mann. Dem Fürsten. Na du, wer ist denn das? Die ist aber nicht im Club. Hm. Die kommt auch nicht rein. Oh, lala. Sollte man wohl, was? Da müsste man ja doch... Entschuldigen Sie. Bitte. Das ist doch nicht etwa die Kleine, mit der Sie... Wenn jetzt nicht auf der Stelle irgendetwas passiert, werde ich wahnsinnig. Konrad, du hast sie doch. Ich habe überhaupt nichts. Ich bringe das in Ordnung. Lassen Sie mich das machen, Hartung. Danke, Heinz Bernhard. Willkommen, Monsieur Friedbert. Haben Sie gut heraufgefunden. Nach den Beschreibungen war es nicht schwer, aber diese junge Dame hat sich fast verfahren. Bekennen Sie sich? Tut mir leid. Erlauben Sie mir, Fürst Ösen, Mademoiselle. Mit Tribit. Klingt wie Sprengstoff. Pardon, darf ich fragen, ob Sie eine Einladung haben? Ich finde, Mademoiselle... Mit Tribit. Ist so einladend, lieber Ösen. Seien Sie nicht so streng. Sagen Sie, Gernstorff, kennen Sie diese Person? Nein, nichts.
Hätte mich auch gewundert. Man muss eben Franzose sein, um sich gleich mit seinem hübschen Geschenk einzuführen. Ja, da hätte ich nicht vor, sie ihnen zu schenken. Verstehe das nicht. Fürst, ich würde gerne einen Hartog kennenlernen, wenn er hier ist. Ja, natürlich, da steht er ja. Konrad, komm mal, frag nach. Überlassen Sie das doch bitte Monsieur. Mir. Darf ich Sie bitten, Monsieur Fribert? Pardon. Das ist Monsieur Fribert, Frau Eilers, Herr Hartog. Enchanté, Madame. Sehr erfreut. Ich freue mich sehr, Herr Hartog. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit. Ganz meinerseits. Waren Sie nicht eben in Begleitung? Ja, ich ahnte nicht, mit welchem Erfolg. Ich hatte den Eindruck, Sie gehörte zum Club. Wo hatten Sie den Eindruck? An der Tankstelle, wo ich Sie traf. Ach so. Pardon. Ich störe hier. Darf ich Sie zum Wagen begleiten? Entschuldigen Sie, meine Herren. Überlassen Sie mir die Dame. Einen Augenblick. Bitte. Wiederschauen. Du bist böse? Du hast mich in eine unmögliche Situation gebracht. Das ist unglaublich. Ich lasse mich nicht gerne wegschicken. Was heißt unmögliche Situation? Du hast dir gesehen, es ist gar nichts passiert. Es weiß ja niemand, dass wir... Ihr kennt doch fast jeder meinen Wagen. Also. Wann sehen wir uns? Weiß nicht. Auf Wiedersehen. Und überhaupt. Stell den Wagen vors Hotel und gib den Schlüssel ab. Bitte, wie du willst. Aber wenn das deine feinen Leute sind, die finden, dass ich ganz gut zu ihnen passe. Könnte dich mit jedem von ihnen betrügen. Schön. Bitte. Bin ich hier richtig? Hier sind Sie immer richtig. Das ist doch Ihr Inserat. Das ist unser Inserat. Aber warte, es kommt noch mehr. Wegen der Stellung. Die ist gut. Wegen der künstlerischen Laufbahn. Das wird sich gleich zeigen. Was sollen wir zeigen? Alles? Alles. Also? Nimm doch mal Maß. Taille 60. 60. Busen 80. Nicht schlecht. Taille 70. 70. Busen 90. Na echt. Taille 60. 60. Busen 70. Oh weh. Taille 50. 50. Busen 100. Okay. Ich bin richtig? Du bist richtig. Ihr könnt gehen. Die kriegt die Stellung? Wieso ist die richtig? Busen 100? Das ist doch Schwindel. Na, haltet die Klappe. Das ist doch Attrappe. Wieso, ist das nichts? Das ist echt, ihr seid ja bloß neidisch. Dann kannst du es ja zeigen. Nichts werde ich zeigen, von wegen der Moral. Was denn? Moral? Die will uns erpressen. Also ich habe keine. Schon gut, schon gut. Wir nehmen dich. Na bitte, dann gehe ich. Aber meine Moral zeige ich nicht. Schnalle. Sicke. Und was soll ich? Kannst du gehen? Kannst du tanzen? Kannst du singen? Sag, warum ist es am Rhein so schön? Ist's an der Ruhr nicht viel schöner? Und was tust du nachts? Für deine Laufbahn. Und für den Umsatz? Ich habe ein Zeugnis von einem Herrn. Das hören wir gern. Und dort drin ist dein Bett. Und hier schlafen wir. Wenn wir schlafen. Und wer zahlt die Kassen? Die zahlen wir. Bezahlter Urlaub und sonntags frei. Bezahlter Urlaub für uns drei. Im Urlaub fahre ich nach Spanien. Und später gehe ich zum Film. Zum Film? Bist du blöd? Mit der Figur? Nur zur Industrie. Die Rosemarie. Die hat das geschafft. Sie ist jetzt oben. Und hier hat sie geschlafen. Hier schlafe ich auch. Herr Hartog hier? Sie kenne ich doch. Ich fragte, ob Herr Hartog hier ist. Nein, Herr Hartog ist nicht hier. Der ist schon seit 14 Tagen nicht mehr gekommen. Ist gut. Soll ich etwas bestellen? Er soll mich anrufen, wenn er kommt. Ja, wohin? Welchen Namen bitte? Nitribit. 161028. Und ausgerichtet. Nitribit. Rosemarie, quelle Chance! Steigen Sie ein!
Ich dachte, Sie würden mal anrufen. Ich war permanent eingeladen. Die ganze Zeit? Jeden Tag eine andere Fabrik, ein anderes Festessen. Herr Hartog war unermüdlich. Hartog? Fribert? Hm. In was reisen Sie? Erstens in Geld. Oh, und zweitens? Es ist schon sehr viel amüsanter, seit Sie im Wagen sind. Kommen Sie mit, es gibt bestimmt Sekt. Leider nie Champagner. Ja, ist doch längst klar. Nein, leider, der Herr Generaldirektor ist im Augenblick nicht zu sprechen. Die ETT-15 schafft den Termin nicht. Was ist los? Die ETT-15 schafft den Termin nicht. Da müssen Sie es schaffen. Ist ja mit dem China-Geschäft gekuppelt. Sonst können wir gleich baden gehen. Monsieur Fribert mit Begleitung. Danke. Monsieur Fribert mit Begleitung, Herr Generaldirektor. Ach du Heimat, ist es denn schon so weit? Aber warum holst du mir das Wasser? Gott, meine Uhr ist stehen geblieben. Na, geht's da gar nicht. Lass es langsam einführen. Oh. Ist schon da. Monsieur Fribert, ich esse mir auch schon Tee. Es tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Auch noch der Dame, darauf war ich nicht gefasst. Ganz meinerseits, Herr Brüster. Sie sehen trotzdem die europäische Bruderhand ausgestreckt. Etwas weit. Da haben Sie ganz recht. Aber wenn Sie sich liebenswürdigerweise mal umdrehen würden, damit ich aufs Trockene kann. Nenn es sowas. Die Dame vom Reitfest. Der Engel aus dem SL. Ja, die Franzosen, immer von Schönheit umgeben. An unseren Schwächen sollen wir uns erkennen, Herr Brüster. Woran erkennen Sie uns denn? An Ihrer unbegreiflichen Tüchtigkeit, Herr Generaldirektor. Oh, ist ja schrecklich. Hey, hier, rufen Sie Dr. Herges an, wir kommen gleich. Der Wagen soll vorfahren. Jawohl, Herr Generaldirektor. Was machen die drei mit den Listen? Urabstimmung, Herr Generaldirektor. Und steigen? Ja. Warum? Wegen Kinderbeihilfe. Kann ich auch nicht beihelfen. Oh. Was haben Sie für Arbeitszeiten? Verschieden. In den vollautomatisierten Abteilungen arbeiten wir durch. Das heißt 24 Stunden. 24 Stunden? Und wann schlafen die Leute? Wie? Wenn Sie frei haben, gnädige Frau. Bitte kommen Sie. Komm mal runter. Urabstimmung. Unterschreib mal. Hier. Ja, wenn Sie noch mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen gerne noch unsere sozialen Einrichtungen zeigen. Das Betriebsklima ist bei... Ja, der Mensch muss zufrieden sein. Human Relation wird bei uns ganz groß geschrieben. Zuerst kommt bei uns der Mensch. Ha. Genau wie bei uns, Herr Brust. Bin ich befugt? Mit dir nicht, Herr Fribert. Ah, es lohnt sich nicht zu sehen. Ich zeige was Interessanteres. Warum haben Sie denn das da aufgestellt? Das ist das Grabmal des unbekannten Arbeiters, wenn ich so sagen darf. 1945 stand hier überhaupt nichts mehr. Alles weggepustet von solchen Dingern. Das waren Blindgänger. Man könnte glauben, es wäre aus Gold. Ist ja auch vergoldet. Ein amerikanischer? Selbstverständlich. Stand drauf, herzlicher Gruß Morgentau. Aber das war wohl nichts. Haben sich verrechnet. Wir exportieren heute in 92 Länder. Schnell wie die Windhunde und zäh wie Leder. Was? Ja, ich weiß. Darf ich hier fotografieren, Herr Brust? Hier? Selbstverständlich. Etwas tot aus. Mademoiselle, würden Sie? Tout Paris wird dieses Foto sehen. Aber gern. Zwei goldige Bomben. Guten Tag, Herr Generaldirektor. Guten Tag, na, wie geht's, Geschäft? Danke, gut. 80% sind für Streik. Na, dann streikt mal. Jawohl, Herr Generaldirektor. Auch ein deutsches Wunder.
Vor ein paar Wochen hatte ich noch ein Zimmer nicht viel größer als hier das Bad. Und wenn es regnete, kam das Wasser durch. Dann ist dir dieses Industriewunderkind über den Weg gelaufen. Aber seit dem Reitfest bleibt er weg. Wenn er nun ganz wegbleibt, wäre ja möglich. Wärst dir recht. Willst du seine Rolle einnehmen? Siehst gar nicht so aus. So stellst du dir das vor. Von Zufall zu Sündenfall. Was soll ich denn sonst tun? Ein bisschen nachdenken, etwas Methode in deinen Beruf bringen. Tu ich doch. Ich bin im Begriff, dir den Zusammenhang zwischen deinem Bett und dem Wirtschaftswunder zu erklären und du knöpfst mir die Jacke auf. Es ist die falsche Jacke. So ein Mann wie du ist mir noch nicht vorgekommen. Ich will dich nicht dafür bezahlen, dass du mit mir schläfst, sondern dass du mit anderen schläfst. Verstehe ich nicht. Also hör zu. Du siehst aus, als hättest du alle Anlagen zu einer großen Kokotte. Ungewöhnlich für diese Gegend. Große Kokotten waren bisher französisches Exportmonopol. Ich könnte dich so weit bringen, dass du aussiehst wie eine Dame aus einem Pariser Vorort. Genau das Richtige für diese Wundermänner. Ihre Sekretärin sind sie satt, seit ihre Ehefrauen sich daran gewöhnt haben. Jetzt bist du an der Reihe. Du brauchst nur ein bisschen internationalen Lack. Und dann werden diese Herren sich in deinem Bett fühlen. Große Europäer. Und sie werden dir erzählen, was für tolle Burschen sie sind. In ihren Fabriken natürlich. Und sie werden reden. Wollen wir zusammenarbeiten? Und wenn Hartog kommt? Das stört nicht. Da irrst du dich. Gefühle. Du kannst ja 2 Wochen warten. Es würde für mich dabei herausspringen. Bravo, mein Kind. Allerlei. Du kommst hoch, du verdienst Geld. Was muss ich tun? Man wird sehen. Wen kennst du eigentlich von den Herren, die Hartog immer in Frankfurt besucht? Vom Isoliermattenkartell? Isoliermattenkartell, das ist gut. Hartog Stahl, Nakonski Chemie, Brewster Elektronengehirne. Hat Hartog dir davon erzählt? Nein, die waren doch auf dem Reitfest. Besuchen sie dich schon? Du bist der Erste in dieser Wohnung. Nach Hartog. Aber lassen wir Brewster den Zweiten werden. Er hat ja jetzt deine Adresse. Hast du das gesehen? Was habe ich gesehen? Den lass kommen. Der redet bestimmt im Bett. Hat Hartog dir diese Kunstwerke geschenkt? Die habe ich mir selber gekauft. Das geht alles nicht. Wenn ich dich nicht kennen würde und käme hierher, würde ich denken, 50 Mark die Nacht, nicht mehr. Noch was? Den Morgenmantel, bitte. So was bringe ich dir in Zukunft aus Paris mit. Noch was? Die Liebe geht auf Reisen und sucht sich einen Herrn. Und hat sie ihn gefunden, dann geht sie wieder gern. Wohnt zur Miete in einem großen Haus. Da gehen viele Herren hinein und wieder raus. Ja, die Liebe will bewacht sein, denn sonst läuft sie dir davon. Und wer dabei nicht auf Rat ist, der kommt leicht um seinen Lohn. Herr, auf ein Wort. Ja? Sie sind Kapitalisten, ich bin genau das Gegenteil, aber das macht nichts. Ich bin nämlich Höherklassenunterschiede. Und dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Sie zahlen mir 200 Piepen und Sie ersparen sich sehr viel Geld. Du bist mal verrückt geworden, was? Essen, 78-11-08. Ah. Mit meiner Telefonnummer willst du mich erpressen? Da musst du dir einen anderen suchen. Zahlen Sie trotzdem 200, Rosemarie. Also sehen Sie, Sie waren jetzt lange weg und da macht die Dummheiten. Und das kränkt uns, weil wir wissen, dass er bei Ihnen in so guten Händen ist und fühlen uns doch für Sie verantwortlich. Also 200 Eier und ich sag Ihnen mit wem. $200, dass du das Maul hältst. Danke, der Herr.
Ist ja nicht wahr. Ach, lass. Spiel kein Theater. Was heißt das? Ich habe nie von dir verlangt, dass ich der Einzige bin, aber nur weil ich nicht gedacht habe, dass du... Ich habe mit niemandem. Ich hasse Streit. Wenn du anfängst zu lügen, werden wir uns streiten. Es gibt für alles Spielregeln. Spielregeln? Du bist wohl sehr stolz auf deine Spielregeln. Hm? Wer hat denn betrogen? Du oder ich? Bin ich verheiratet? Es stimmt also. Was soll denn stimmen? Woher kennst du die? Die? Das weißt du doch. Mit denen habe ich 2 Jahre gelebt. Wir haben zusammen gesungen. Gesungen ist gut. Hast du viel gelernt bei ihnen? Hm? Die können nämlich auch erpressen. Dieser Sch... Also kann ich auch erpressen, wirst du doch sagen. Logisch. Du kannst zu viel. Dich kann ich mir nicht mehr leisten. Ich will's auch nicht. Du trägst ja auch schon ein neues Negligé aus Paris. Ach, du willst wirklich weg. So, auf deine feine Art. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich wirklich nicht fein. Vielleicht kann ich wirklich erpressen. Nur, bei dir wäre mir nie der Gedanke gekommen. Ich schwör's. Aber wenn du Angst hast, kannst du ja vorbeugen. Schenk mir deinen Wagen. Was? Mein Wagen? Ja. Du hast mir doch gesagt, du schenkst mir deinen Wagen, wenn du dir einen neuen kaufst. Der ist so gut wie neu. Es gibt gar keinen Grund, dass ich mir einen neuen kaufe. Doch. Es gibt einen Grund. Du bist weg von mir. Es muss dir doch was wert sein. Ich will ja nicht weg von dir. Aber ich kann dich ja nicht festbinden. Dich ekelt's ja. Also gut. Ich krieg ihn. Nein, nicht den Wagen. Das Geld für einen neuen. Ich schick's dir morgen. Ich glaub sogar, dass das Geld morgen kommt. Komisch, ne? Ich würde so gerne sagen, ich habe 18.000 bekommen. Für einmal. Blöder Mensch. Den. Wie bitte, wen? Den kaufe ich mir. Sofort und in bar. Ganz recht, sofort und in bar. Bitte? Hast du etwa... Hartogs Abschiedsgeschenk. Der Abschied fiel ihm sichtlich schwer. Aber warum diese Bündel gleich mitbringen? Glaubst du wirklich, du bekommst den Wagen sofort, nur weil du 16 oder 18.000 auf den Tisch legen kannst? Die Lieferfrist wird nicht kürzer und der Wagen nicht besser. Warum kaufst du dir nicht einen Ausländer, der erhöht den Nimbus? Kenne ich noch zu wenig. Fange lieber klein an. Außerdem passt die Farbe zu meinem Kleid. Ich will den und sofort. Komm. Nein, danke. Geh lieber allein. Erstens bekommst du ihn nicht. Zweitens müsstest du in meiner Gegenwart mit Scheck bezahlen. Ich kriege ihn. Verlass dich drauf. Und Bargeld nehmen die auch. Steht dir ausgezeichnet. Gratuliere. Danke. Hier, ich schenke dir auch was. Nicht zum Abschied. Was ist das? Ein Tonbandgerät. Und was soll ich damit? Lernen, wie man es handhabt. Und hier eine Kleinstbildkamera. Fotografiert besonders gut Schriftsachen und Herren im Bett. Wenn du jetzt noch ein modernes Appartement beziehst, wird sich dein Eintritt in die gute Gesellschaft nicht mehr aufhalten lassen. Wir werden deshalb inserieren. Du wirst lachen, das habe ich schon getan. Auf deine Kosten. Ah. Voreilig, aber gut. Bitte. Nur
Abitur ist Privathand, ganz erste Kraft oder auch Zwergpudel, Abitur ist Bedingung. Liebe entscheidet. Mit eigenem Wagen, französisch perfekt. Liebe entscheidet. Stammanerkennung mit steigendem Anspruch, sucht Appartement, Hochhaus, Zentral, Kennwort Rebecca an unsere Zeitung. Und müsste man sein, sollte man werden. Star-Mannequin, das Leben ein Traum. Hey! Was sind dir auf den Kopf gefallen? Was habt ihr euch eigentlich gedacht? Für lumpige 200 Mark das Geschäft kaputt machen, von dem ihr so schöne Prozente bezogen habt, hä? Hm, scheint doch noch nicht kaputt zu sein. Ja, dafür kannst du aber nichts. Ich wollte euch nur sagen, ich habe alle meine Freunde vor euch gewarnt. Und beim nächsten Erpressungsversuch gibt's kein Geld, sondern die Polizei. Oh, das wirst du doch überlegen. Ja. Du kannst mitkommen. Kriegst ein paar alte Klamotten von mir. Hm? Geh doch mit der Tante Nutt. Neuen Wagen fahren wir im Geiste mit und folgen deinen Spuren im gleichen Schritt und Tritt. Wer heute noch zu Fuß geht, hat einen schweren Stand, kommt leicht unter die Räder im Wirtschaftswunderland. Ist Ihnen etwas passiert? Ich glaube nicht. Hier. Hier haben Sie Schmerzensgeld. Und hier? Hier ist meine Karte. Falls Sie sich irgendwie innerlich verletzt haben sollten. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ja, das Leben ist schon grausam. Will nur Sattheit, Glück und Gold. Und die allerhöchsten Werte werden davon überrollt. Du wolltest mir doch von deiner Fabrik erzählen. Parlez-vous français, hein? Kannst du Französisch? L'usage du cabinet pendant l'arrêt des trains et en dertie. Weißt du, was das heißt? Geh nicht auf Logos, wenn er zuhält. Das ist Lateinisch. Logos ist Lateinisch, das ist ein feines Wort, aber es wirkt nicht mehr fein. Nein, du solltest Französisch lernen. Ich denke, alle Franzosen sprechen Deutsch. Du kommst denn da drauf? Mhm. Jeder echte Franzose spricht Französisch, sonst gar nichts, aber das kann er. Meine Frau kann nicht mal Deutsch. Die kommt nicht mehr mit. Die denkt, jetzt sind wir reich, jetzt reicht's. Stimmt aber nicht. Ist ganz falsch. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Der Firmenchef, das Leitbild seiner Angestellten. Das war gar nicht dumm, was da drin stand. Naja, Geld verpflichtet. Weißt du, was du lesen da? Bist du jetzt lesen? Wer kann das sein? Das ist nichts, das ist nebenan. Ja, ich wollte sagen, es ist ein schrecklicher Prozess, diese Verbürgerlichung meiner Frau. Dabei eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas. Ich finde nur noch Trost in der Arbeit. Du ziehst den Wecker auf? Ja, selbstredend. Erst Isoliermaterial für ungeheure Hitze und dann wird alles umgeändert. Plötzlich muss es Material sein, das 250 Grad Außenkälte gegen 50 Grad Wärme im Innern isoliert. Und so geht das weiter, immer was Neues, immer was Schwieriges. Kommst du abends nach Hause und bist fertig und dann sagt deine Frau, Franz Josef, sagt sie, du siehst ja so müde aus. Ach, diese mitleidige Tour, die hasse ich. Willst du hier schlafen? Na, kann ich denn das? Was hab ich denn gesagt, wo ich bin? Bitte gib mir doch mal mein Notizbuch. Ja, die andere Seite. Von mir aus kannst du bleiben. Dankeschön.
Ah ja, ich bin in Bonn. Sitzung im Wirtschaftsministerium. Na, da kann ich bleiben. Na, dann leg dich hin, du bist doch ein ganz müde. Na, hör mal. Doch, du siehst ganz müde aus. Wie du das so sagst, das geht einem direkt ins Herz. Fermez la porte. Schließen Sie die Tür. La fenêtre, das Fenster. Es gibt ein Haus in unserer Stadt. Da brennt jede Nacht noch das Licht. Doch wenn die Morgendämmerung naht, auch dann verlöscht es nicht. Was Nacht sich hinterm Fenster tut, das wissen viele. Doch was der Morgen von ihnen weiß, das hätten sie sicher nicht gern. Und da liegt nun das Mädchen, Rosemarie. Meine Frau ist stehen geblieben, wie eine Uhr, die man vergessen hatte, aufzuziehen. Du erinnerst mich an meine erste Liebe. Sie hatte auch so schöne Beine. Das Geschäft macht mich fertig. Meine Frau will nur Geld. Ich schwimme in einem Meer von Einsamkeit. Du siehst aus wie ein Engel, du blonder Teufel. Du wirkst auf mich wie ein Rassepferd. Auf dich würde ich sitzen. Industriespionage nennt man das, meine Herren. Industriespionage, Quabe. Hier und hier und hier, alles aus den letzten drei Tagen. Da fehlt kein Name, sie sind alle genannt. Die Kampagne hat in der französischen Presse am 8. begonnen. Seit dem 5. ist der Fribert wieder in Frankfurt. Zufall, purer Zufall. Schreien Sie nicht, DK, wir sind nicht schwerhörig. Ich nehme Ihnen ab, was Sie sonst noch sagen wollen. Oder will einer der Herren was sagen? Vielleicht Sie, Herr Nagonski? Oder du, Willi? Baron Killenschiff? Herr Schmidt? Wollner, Gernsdorf, Kallenfeld? Das wären wohl alle von hier. Oder kennt noch jemand das Appartement Stiftsstraße Nummer 36 von Ihnen? Du zum Beispiel. Du hörst, Willi. Ich habe nur die Wohnung Lautenstraße 2 gekannt. Trotzdem fühle ich mich natürlich mitschuldig. Soweit der Ausdruck schuldig hier in Frage kommt. Er kommt in Frage. Und weil ich mich mitschuldig fühle, können Sie über mich verfügen, DK, wenn es da noch was zu retten gibt. Politisch ist die Sache mit diesen Veröffentlichungen natürlich im Eimer. Da ist nichts mehr zu wollen. Wirtschaftlich wahrscheinlich Tito. Aber die Tonbänder der Dame Nitribit werden für Sie auch privat keine reine Freude sein, meine Herren. Sie sollten sie in Ihren Besitz bringen. Ich will es versuchen. Ich möchte... Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Ich möchte unter diesen Umständen fragen, ob es noch angebracht erscheint, morgen das geplante Gartenfest in meinem Hause stattfinden zu lassen. Auch Fribert ist eingeladen. Was meinen Sie, Hartog? Es wäre töricht, das abzusagen. Ja, das wollte ich nur wissen. Sag, was du willst, und nicht du, was ich will. Und ich gehe auf das Fest. Und warum? Soll ich es dir erklären? Du willst überhaupt erst auf dieses läppische Fest, seit du weißt, dass Hartog hinkommt. Und seine Frau. Du bist immer noch beleidigt, dass er dich verlassen hat. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Stimmt's? Und ich gehe doch hin. Du gehst ganz woanders hin. Du packst jetzt deine Tonbänder zusammen, fährst damit nach Wiesbaden. Und in der Halle des Kurhotels nimmst du dir einen herab. Kennwort, Rebecca. Mein Kennwort? Bist du verrückt? Was fällt dir denn ein? Dein Kennwort. Salut. Die Einladung, gnädige Frau. Wir waren zur Kirschblüte in Japan. Es war wirklich zauberhaft. Sie sollten da auch mal hinfahren, solange noch nicht Kreti und Pleti auf die Idee kommen. Wenn wir Kreti und Pleti nicht sehen wollen, dann bleiben wir am besten zu Hause, nicht wahr, Mama? Ja, Willi. Ja. Oh, ich glaube, wir müssen mal nachsehen, was die da draußen machen. Komm. Das ist doch nicht wahr.
Ich finde das unglaublich. Wie soll ich sie nur rauskriegen? Wo diese Person bloß den Mut hernimmt. Deine Kleine ist gar nicht mehr so klein. Ah, das ist nicht meine Kleine. Ich weiß, dass sie da ist. Sie hat mir gesagt, dass sie kommt. Ja, ich habe sie angerufen. Guten Abend. Guten Abend. Wenn du dich jetzt nicht sofort mit mir unterhältst, sage ich ganz laut. Na, Billy, wie geht es dir? Was willst du hier? Nichts, mich amüsiert. Du hast mir oft genug erzählt, dass deine Feste berühmt seien. Und ich muss wirklich sagen, alle Achtung. Du siehst fabelhaft aus. Na, siehst du, jetzt traust du dich schon, mich anzusehen? Kopf hoch, Willi. Psst. Und jetzt möchte ich gerne sehen, ob du wirklich so ein guter Tänzer bist. Etwas Gänseleberpastete, Krabbensalat, Aal. Wollen Sie mich töten? Vielleicht ein bisschen Selleriesalat. Sie sind ja ein bisschen dick für mich, Herr Generaldirektor, aber sonst... Ach, du tanzt herrlich. Ach, was, die sollen mich hier am Abend besuchen. Willi! Willi! Ja, Mama? Komm doch mal bitte, ja? Ja, ich komme bestimmt. Ich komme bestimmt wieder. Monsieur Fribert, darf ich Sie bitten? Du bist nicht in Wiesbaden? Nein. Wo sind die Bänder? Weg. Das ist schlecht für dich. Bist du drohend? Ich lass mich doch nicht von dir herumkommandieren. Du bist dümmer als eine Gans. Die hat zumindest Angst vom Donnern. Aber du, du hörst das Gewitter gar nicht. Schlechte Ohren. Wasch! Ich hätte gerne einen Whisky. Sofort. Bitte. Danke. Sieht man bezauberndes Kleid an. Dankeschön. Aus Paris. Ciao. Entschuldigung. Balmain? Dior. Je t'en prie de livres de cette personne. Mais qu'est-ce que je peux faire? Demande-la pour une danse. Pardon, ich wollte Sie zu einem Tanz bitten. Bitte? Sie wollen doch gar nicht mit mir tanzen. Oh, gewiss nicht. Ich möchte nur nicht, dass es einen Skandal gibt. Keine Angst, es gibt keinen. Ich kenne hier jeden. Es traut sich keiner. Passen Sie auf. Willi. Guten Abend. Guten Abend. Bist du verrückt? Wenn du jetzt nicht sofort mit mir tanzt, sage ich ganz laut. Na, Otto Kahn, schläfst du mit mir? Ich finde das impertinent. Hier. Diese dumme Corsage. Und diese langweiligen Männer. Wenn mich nicht gleich einer küsst, springe ich ins Wasser. Mach mir da keine Hoffnungen, Schätzchen. 1000 Mark. Für notleidende Dichter und Denker, gnädige Frau, wenn sie springen. Für wohltätige Zwecke springe ich. Na bitte. Für wohltätige Zwecke. Ja. Oh. Na, dann spring du doch auch, hier.
1000 Mark für den notleidenden, na wie hieß es, Dings da. Na bitte! Los, Platz für meine Frau! Oh Gott, die kann doch gar nicht schwimmen! Na rettet sie doch, die muss doch jemand rausholen! Gestatten! Sehr lustig, Ihre Gesellschaft. Das haben wir für Sie arrangiert, damit Sie sich nicht so deplaziert vorkommen. Ist das denn wirklich lustig? Neudeutsche Heiterkeit. Sie tun, was Sie können. Ich bin so frei. Meinst du mich? Wer bringt dich nach Hause? Ich mich selbst. Bist du sicher, dass du keine Dummheiten machen wirst? Wenn du auf mich aufpasst. Muss ich morgen sprechen? Fehlt es dir heute noch an Mut? Wir haben morgen Sitzung, es müsste zeitig sein. Vielleicht um 9? Bei mir. Aber ich wohne nicht mehr in der Rautenstraße. Ich weiß. Willst du mir einen Gefallen tun? Ja. Halte Fribert eine Weile auf. Na, ich glaube, das tut schon die Gesellschaft. Schöne Sachen sind hinter Glas zu sehen. Wir wären ja von gestern, wenn wir das Ding nicht drehen. Man schenkt dir nichts im Leben, drum zaubere dir's herbei. Schon naht, um dir zu helfen, dein Freund die Polizei. Was wollen Sie damit sagen, hm? Jeder wartet auf das Wunder, wartet auf das große Los. Keine Beamtenbestechung, mein Kind. Aber nur wenn du auf Draht bist, fällt das Glück dir in den Schoß. Die Talente von Bedeutung, ja, die wachsen. Du hau schon ab. Machen wir. Denn die erste Morgenröte hat schon manchen reich gemacht. Wachmeister, was? Kommt, den schaffen wir aufs Revier, sonst macht er noch Dummheiten los. Die aber entschlossen sind, reich zu werden, geraten in Versuchung und in eine Schlinge und in viele sinnlose und schädliche Begierden, die die Menschen ins Verderben stürzen und zugrunde richten. Der Wächter, die Stimme der frommen Vernunft. Der Wächter, die Stimme der frommen Vernunft. Meinen Sie uns? Nein, nein. Wollen Sie sich etwas Geld verdienen? Charmante. Ehrlich, gern. Kommen Sie, steigen Sie ein. Könnten Sie das mitnehmen und aufheben, bis ich Ihnen sage, Sie sollen es wieder mitbringen? Natürlich. Wo wohnen Sie bitte? Mainzer Straße 4, bei Dollinger. 3 Treppen. Ja, und wie heißen Sie? Ich habe mich Ihnen ja noch nicht vorgestellt. Runge, Michael Runge. Gott. Wann soll ich wiederkommen? Ich schreibe Ihnen. Sagen Sie bitte. Ja. Ist das wahr, was man von Ihnen sagt? Wer sagt was? Machen Sie mir doch mal das Kleid auf. Ja.
Ich kenne diese Leute nicht. Ja, ich kenne sie auch nicht. Wir sind davon überzeugt, dass das jüngste Gericht noch in unsere Lebenszeit fallen wird. Sie sollten auch davon überzeugt sein. Ja, und wozu wäre das gut? Dann würden Sie aufhören, dieses Leben zu führen. Was wissen Sie denn davon? Ich weiß es. Sie leben wie viele, wie die meisten. Ohne Bedenken, ohne Maß. Was sind Sie vom Beruf? Student. Können Sie Sprachen? Ich kann Griechisch und Latein und von den neuen Sprachen Französisch. Könnten Sie mir Sprachunterricht geben? Ich bezahle es. Ja, gern. Wir können zusammen das Markus-Evangelium übersetzen. Das ist das Leichteste. Sprachlich meine ich. Was? Sie sagen doch, Sie wollen Unterricht. Ja. Ja. Aber jetzt müssen Sie gehen. Ja. Der Wächter, die Stimme der frommen Vernunft. So vernünftig sieht das gar nicht aus. Danke. Die Dame ist bereits darauf abonniert. Damit du nicht noch einmal auf die Idee kommst, mir davon zu laufen, bleibe ich hier heute Nacht. Freundschaftsdienst. Einer muss ja aufpassen, dass du keine Dummheiten machst. Einer passt schon auf. Hartog ist ein Romantiker. Und wie lange hast du die Absicht zu bleiben? Das hängt von dir ab. Wo sind die Bänder? Weg. Deins auch. Meins auch? Was heißt das? Ich dachte, ich könnte eines Tages auch ein Band von dir brauchen. Du warst schließlich nicht umsonst mein Lehrer. Mein Kompliment. Du bist über alle hinausgewachsen, sogar über dich selbst. Aber gib Acht. Da, wo du jetzt gehst, ist es glatt. Spiegelglatt. Weißt du, warum ich auf das Fest zur Brüste gegangen bin? Ich wollte dich wiedersehen. Auch wenn du nicht angerufen hättest, wäre ich hingegangen. Aber ich hätte nicht angerufen ohne diese Geschichte mit den Bändern. Nie wieder? Wie du mir gestern Abend vorgegeben hast, hat deine Hand gezittert. Fribert verschwindet wieder. Seinetwegen bist du doch damals weg. Inzwischen gibt es Dutzende von Friberts. Wo sich zwei Männer in einer Hotelhalle oder auf einem Flugplatz treffen, da reden sie von dir. Das muss nicht so bleiben. Du kannst es ändern. Also außer den 100.000, die man dir für die Bänder bietet, bin ich bereit, eine Reise für dich zu bezahlen. Verschwinde aus Frankfurt für ein paar Wochen. Du kannst reisen, wohin du willst, du kannst leben, wie eine reiche Frau. Wenn ich zurückkomme, so geht das alles nicht. Ich brauche euer Geld nicht, ich habe genug verdient. Was willst du also? Dich. Du brauchst nur zurückzukommen. Wie meinst du das? Lässt du dich scheiden? Lass dir von Fribert sagen, dass es so nicht geht. Mir glaubst du es ja nicht. Überleg dir es nochmal. Hallo? Morgen. Wo ist Konrad? Er hat einen Anruf bekommen. Entschuldigung. Er hat Hals über Kopf das Hotel verlassen. War eine Frau am Telefon? Mhm. Höchste Zeit jetzt. Wir sehen uns zum Mittagessen. Mhm. Stiftstraße 36.
Es hat geklingelt. Wenn es ein Polizist ist, sei nett zu ihm. Bitte. Ich suche meinen Bruder bei Ihnen. Sie haben sich doch eben mit ihm getroffen. Er ist nicht bei mir. Ich komme nicht wegen der Tonbänder. Die Blamage der Herren interessiert mich nicht. Und das nationale Interesse, von dem Sie reden, ist der Gipfelpunkt des Blödsinns. Ich komme, um Ihnen zu sagen, dass wir uns nicht von Ihnen erpressen lassen werden. Wir, damit meine ich die Hartogs. Konrad Hartog heiratet die Hure Rosemarie Nitribitt im Staatsinteresse. Eine ganz schöne Schlagzeile. Ich wäre nicht die Erste, die einen Generaldirektor heiratet. Ein Fürst wäre mir natürlich lieber. Warum heiraten Sie nicht Ihren Zuhälter, Herrn Fribert? Das Geschäft hat doch ganz gut floriert. Ich bin ihm nicht mehr fein genug. Er macht jetzt ein Bordell auf mit Damen der hohen Gesellschaft. Pardon, meine Damen. Ich bin etwas befangen, wenn ich mir anhören muss, was Sie für meine nächste Zukunft planen. Ich habe Sie noch nirgends so gern gesehen wie gerade hier, Monsieur Fribert. Ihre Freunde, Madame, waren hier am aufgeschlossensten. Ich gebe dir bis morgen Zeit. Bis dahin wirst du zwar Hartog nicht geheiratet haben, aber bis dahin wirst du mir die Bänder geben. Nicht wahr? In deinem eigensten Interesse. Ja. Ach du. +20 + 10 hast du bekommen. Du wirst die 30.000 ganz schnell herschaffen, sonst gehst du hinter Gitter. Ah, das ist mir egal. Sonst kannst du dich aufhängen. Na nu, hast du etwa falsch investiert? Hat es aber das Korn verhagelt. Hast du gehört, wo sie hingehen? Ich hab gehört, in die Rialto Bar. Die Langeweile hat in der Nacht viel Gesichter, sitzt auf dem Hocker der Bar müde neben dir. Die Langeweile im Glanz der gleißenden Lichter segelt mit dir als blinder Passagier. Ich habe Ihnen etwas mitgegeben. Wo ist das? Bei mir. Ich habe es in meinem Kleiderschrank eingeschlossen. Da ist noch sehr viel Platz. Wissen Sie, was in der Tasche ist? Nein, ich habe nicht hineingesehen. Ist das wahr? Naja, ich soll es doch nur aufheben. Sie interessieren sich wohl für gar nichts. Doch. Doch, sonst wäre ich gestern nicht zu Ihnen gekommen. Ja, aber davon haben Sie doch nichts. Wie wissen Sie das? Ja, das bringt Ihnen doch nichts ein, im Gegenteil. Ja, bitte. Ja, er hat mich schon angerufen. Noch heute Nacht? Was geht mich euer Kartell an? Und du bist auch in der Rialto Bar.
Ihr seid alle dort. Was haben Sie gesagt? Ich? Sie haben gesagt, das bringt mir nichts ein, wenn ich hier bei Ihnen sitze, aber das ist ein Irrtum. Sie sehen eigentlich ganz gut aus. Sie wollten mich etwas fragen. Ja, das habe ich mir nur gedacht, aber das hat keinen Zweck. Sie mir etwas sagen und das ist doch... Ja, bitte. Ach, sieh mal einer an. Wie ihr plötzlich alle besorgt seid um mich. Und warum? Weil ihr Angst habt. Aber ich habe keine Angst. Ist nicht wahr. Ich habe auch Angst. Warum haben Sie Angst? Ich möchte Ihnen gerne helfen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss sehen, was die machen. Die Langeweile hat in der Nacht viele Augen. Doch all die Augen sind tot und blind. Ich erfuhr im Hotel, wo Sie sind. Was ich Ihnen zu sagen habe, erschien mir wichtig genug, hierher zu kommen. Die Objekte, in deren Besitz Sie zu gelangen versuchen, sind nicht in meiner Hand. Wären Sie es, so wären Sie bereits in Ihrem Besitz. Ich danke Ihnen. Dir Spaß macht. Dankeschön, Nico. Komm. Konja. Dankeschön. Wenn der Zorn des Herrn aufsteigt wider dich, verlasse deinen Ort nicht, denn Nachgiebigkeit beschwichtigt großes Vergehen. Prost. Ich muss dich unbedingt sprechen. Prost. Bei mir zu Hause. Wir können uns über jeden Preis unterhalten. Prost. Wenn du von mir was willst, nur bei mir zu Hause. Bitte, kennen Sie diese Herren? Ich kenne alle Herren. Sie erlauben. Ja, bitte. Betrinkst du dich, um klarer zu sehen? Du sollst dir Geld nehmen und mir die Bänder geben. Provoziere nicht die Gesellschaft. Das kannst du dir nicht leisten. Du bist ihr Produkt. Diese miese Bagage. Was soll's? Sie sind stärker als du. Wenn du zu weit gehst, werden sie dich in die Gosse zurückwerfen, wo du herkommst. Du steckst ja auch drin. Pardon. Ich bin die Gesellschaft. Und mein Auftrag hier ist erledigt. Bis auf die Bände, die du mir heute Nacht geben musst. Das möchtest du gerne. Widerlich. Pardon. Die kommen alle heute Nacht zu mir. Du? Niemand lässt sich gerne ruinieren. Bevor es dazu kommt, werden alle versuchen, es zu verhindern. Du kannst es verhindern. Ich garantiere für nochmals 100.000. Deine. Das will ich nicht hören.
kriegst du sonst? 100.000. Das kann nicht dein letztes Wort sein. Doch. Was ist es? Was guckst du mich eigentlich so an? Hast du schon mal gelacht? Über wen? Über sie? Über mich? Nimm doch diese schreckliche Brille ab! Dann siehst du gleich viel hübscher aus. Komm mit mir tanzen. Nein, ich kann nicht tanzen. Du willst mich doch retten, also musst du auch mit mir tanzen. Ja, so viel. Dein Leben zu lieben. Und küssen, 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 küssen. Kann ich auch. Wenn ich dein dann langt es nicht dafür, den Hausgebrauch, nicht alle Arten, nur schöne Gaben, mit denen man die Männer glücklich macht. Dann langt es nicht. Sie haben etwas zu schnell getrunken. Ja. Es scheint so. Sind ja alle weg. Stehen sicher alle bei mir zu Hause Schlange. Ich muss sein. Gehen Sie jetzt nicht nach Hause, bitte. Na, wie macht sich denn unser Kleiner? Du bleibst hier. Du bist nicht der richtige Kunde für unsere Rosemarie. Du hast nur hier, aber nicht hier. Bist du ein Scheißer, der die Welt verbessern will, oder? Entziehst uns unsere Dings, unsere Existenzgrundlage. Genau, und wovon soll man leben? Von euren guten Taten. Also wenn du davon lebst, lebst du aber nicht gut. Lebt ihr besser? Leben wir besser? Der Junge hat recht, so. Wir müssen bald mal wieder einen. Ich bleibe hier stehen, hinter dir. Wenn es die ganze Nacht dauert. Wenn du durchaus Dummheiten machen willst, vielleicht kann ich sie dir abnehmen.
keine Tränen und kein Abschied. Früh am Morgen weht ein kühler Wind. Lange nicht vergessen. A very good man. Yes, madam, yes. Oh, I'm so sorry, madam. But it's not my fault, no. Sure, sure. Nanu? Sure, madam. Was soll denn das? Haben Sie Feuer? Sie sind hier falsch. Ich warte auf jemand. Sie dürfen nicht mal vor dem Hotel warten. Bitte. Mm.